Genau. Und ich muss sagen, ich bin extrem froh, jetzt bei euch hier angekommen zu sein. Ich war den ganzen Morgen durch bei Economy Suisse und musste über Digitalisierung dort diskutieren. Und ob man jetzt besser Digitalisierung oder digitaler Wandel oder digitale Transformation sagt. Und jetzt bin ich bei euch. Und das ist schön, weil ihr macht die Digitalisierung. Und ich sage immer wieder, die Strategie muss sein, es verdammt nochmal zu tun. Oder? Man kann lange über die Strategie reden, wenn man es nicht macht, nachher ist das alles für nichts. Und ein kleines Beispiel davon, wie wir es einfach gemacht haben, möchte ich euch heute zeigen. In dem Zusammenhang, glaube ich, muss man sagen, das hat ja jetzt irgendwie, es könnte vielleicht politisch werden oder so etwas. Und eigentlich bin ich ja als Unternehmer da. Alexander hat es erwähnt, Mitgründer von Leap, ein paar weitere Startups mit auf den Weg gebracht. Wie Make It ist vielleicht eines, das einer von euch kennt. Aber für mich lässt sich das kaum je trennen. Unternehmer sein, Technologieverständiger sein und aber auch gesellschaftlich und politisch mitzudenken und Ziele zu haben. Also, dass man sagt, ja, nein, hier ist das Business und hier drüben machen wir etwas Gutes, hier verdienen wir diese Hunderten von Millionen und da spenden wir noch etwas, das geht für mich nicht. Es muss zusammengehören, sonst kann ich auch nicht arbeiten. Das Beispiel, das wir hier heute mitgebracht haben, geht um Drupal 8, sprich um das Thema Content Management Systeme. Ihr kennt das alle, viele von euch, die entwickeln, haben vielleicht selber mal ein Content Management System programmiert, wir waren alle mal jung. Ich sehe Leute schmunzeln, ja, genau. Und das konsolidiert sich ja immer mehr. Es gibt Systeme, die überleben, aber es ist einer der Bereiche, wo Open Source wirklich ganz, ganz stark ist. Auf der ganzen Welt, in den Unternehmen, wenn man die Statistiken anschaut, wie viele Websites von offenen Systemen betrieben werden, wie viele von geschlossenen. Es ist eine riesige Mehrheit und es gäbe kein Web, es gäbe kein Internet ohne Open Source und ohne Open Standards schon gar nicht. Jetzt ist aber ja die Frage, die Schweiz und die Schweiz vielleicht spezifisch die Verwaltung, weiß die das und wie geht die mit dem um? Und da muss ich jetzt mit einem Schocker kurz kommen. Mit einem Bild, das niemand sehen will. Leute von euch würden sich vielleicht die Augen kurz zuhalten, weil vielleicht ist es schmerzhaft. Niemand, echt gar niemand will das sehen. Und ich auf drei schalte ich um. Eins, zwei, drei. Ja, natürlich, oder ist immer die gleiche Schlagzeile, funktioniert immer wieder. Unser Kollege Matthias Stürmer kommt dann jedes Mal am Fernsehen und dann passiert wieder nichts, oder? Und dann sind wir wieder am gleichen Ort und dann hatten wir alle Freude. Jetzt muss man ja irgendetwas machen. Jetzt in der Bundesverwaltung sieht es in Sachen Content Management Systeme eigentlich so aus. Wurde eingekauft, Auftrag mit Gesamtvolumen, mit Optionen und Betrieb und so weiter, 167 Millionen Franken. Es wurden zwei parallele Beschaffungsverfahren durchgeführt, einmal beim BIT, einmal beim VBS. Schon allein dieses Parallelarbeiten hat ein paar Millionen Franken gekostet, aber ist ja egal, bei diesen Beträgen. Und was kam heraus? Eine Agentur, eine Webfirma macht jetzt das mit einem Produkt. Viele von euch kennen das, ich muss den Namen Adobe nicht aussprechen. Ein-Produkte-Strategie. Wenn man sagt,
Es gibt jetzt nur noch ein Auto. Wir haben eine Einprodukte-Strategie, das ist Audi. Wir kaufen jetzt nur noch Autos von Audi. Was passiert? Die Autos von Audi werden wahrscheinlich nicht billiger, wenn man keine Konkurrenz und keine Wahl mehr hat. Sie werden wahrscheinlich nicht schneller oder sauberer, weil wozu? Das Spiel ist ja gespielt. Schwierig. Als Steuerzahler, als Unternehmer, schwierige Situationen. Das ist jetzt wahrscheinlich für ein paar Jahre so zementiert oder zumindest bis die Schmerzen groß genug werden. Jetzt haben wir uns gedacht, wie so oft, famous last words, das kann doch nicht so schwierig sein. Also jetzt so eine Website, oder? Ja. Und dann, ja, was machen denn vielleicht andere Länder, oder? Vielleicht könnte man da ja mal rumschauen, was andere Länder machen und vielleicht einfach mal vorne im Alphabet anfangen. Amerika, das Weiße Haus, Drupal. Vielleicht weiter im Alphabet gehen oder will man noch in Amerika bleiben, da die Terrorismusbekämpfer, ja natürlich, Drupal. Immer noch bei A, Australien, Drupal. Wir sind immer noch bei A und, also gut, das können wir auch. S, das Schweiz kommt zwar erst weit hinten im Alphabet, aber komm, wir machen es einfach. Wir nehmen den Open Source Style Guide, der auf GitHub liegt, wo all das Corporate Design und all diese Dinge verfügbar sind und ich darf sagen, in einer sehr brauchbaren Art und Weise. Wir nehmen das, wenden das an auf dieses neue Drupal 8 und machen das Open Source. Weil kann ja dann niemand sagen, ja, ein neues System, da müssten wir erst einmal evaluieren, ob das überhaupt geht oder ob das kompatibel ist mit unseren Anforderungen oder unserem Design und so weiter. Wir haben es einfach mal gemacht. Kein Kunden, niemand hat gefragt, wir sollen das machen, aber das Programmieren ist sowieso viel schöner ohne Pflichtenheft. Also haben wir es einfach mal gemacht. Und das fängt dann so an, es sieht sehr ähnlich aus wie der Style Guide, oder? Weil es einfach eine Anwendung ist des Style Guides auf ein konkretes System. Und da könnte man jetzt lang verschiedene Content-Typen und so durchklicken, aber das wird dann mit all den verschiedenen Elementen, die es halt hat auf den Webseiten des Bundes, die kennt ihr alle, die sind jetzt angewendet sozusagen in diesem Drupal. War ein paar Tage Arbeit und wie immer ist es so 80-20, oder? Der Anfang, der ist das leicht, macht Spaß und dann muss man es noch weitermachen. Aber es ist auf einem Stand, wo man sagen könnte, ja, man kann jetzt da anfangen, etwas Gescheites damit zu machen. Ist jetzt nicht, also die Webseite des VBS ist jetzt dadurch nicht einfach gemacht, oder? Aber es gibt einen Grund weniger, es nicht einmal zu versuchen. Und es ist natürlich glasklar, dass man durchaus Technologiestrategien haben kann und sagen, ja, wir sind ein Java-Land und das ist ja, du, dieses PHP und so, ja, schwierig, das wollen wir gar nicht, oder so wurde auch beschafft, oder? Und das kann man ja sagen für die ganz großen Kisten, die 20 Jahre halten müssen oder so. Aber die von euch, die Websites machen, die wissen genau, die Website, die 20 Jahre hält, die gibt es selten und entsprechend ist schnell sein, agil sein, etwas ausprobieren können, die Kosten nicht in langweilige Dinge wie das Anwenden eines Style Guides auf ein System, das Geld nicht dafür ausgeben zu müssen, sondern dafür, wo echt Mehrwert entsteht für die Leute, wo wirklich man merkt, hey, was braucht ein Moment, wir haben da immer wieder Bürger auf der Website, die suchen etwas, die googeln, die finden uns via Google und dann gehen sie gleich wieder. Aber vielleicht stimmt das Angebot nicht ganz auf dieser Website, vielleicht müsste man da noch etwas machen können, statt nur darüber lesen. Oder wenn man sieht, ja gut, wir haben den Traffic, aber es passiert nichts. Es
ist ja schön, vielleicht müsste man da noch einen Schritt weiter gehen, statt einfach um Infrastruktur zu diskutieren. Aber das Geld haben wir ja schon für Infrastruktur ausgegeben. Entsprechend wird es dann schwierig. Jetzt, wir haben es einfach mal gemacht. Mal schauen, was dabei passiert. Wir haben da sicher ein bisschen innerhalb des Verwaltungsbetriebs ein bisschen Staub aufgewirbelt, wie ich da irgendwo mal gehört habe, dass man gesagt hat, was machen die jetzt da, oder? Die haben ja gar keinen Auftrag für das. Oder was machen die? Jetzt wird es ja viel das ist ja schrecklich, jetzt wird es viel einfacher, Bundeswebsites zu machen. Das ist ja schrecklich, weil das kann ja jetzt jeder. Und jetzt könnte ja jemand kommen, der eine Webseite macht, die so aussieht wie der UDIFI vom Bund. Und ich glaube, dass das schön ist, dass diese Emotion mal da ist. Weil dann kann man aufbauen, oder? Da kann man damit arbeiten. Und das haben wir vor. Wenn wir vielleicht noch ein bisschen nochmal herauszoomen, oder? Dann werden jetzt als nächstes alle die Leute kommen, die sagen, ja, aber es ist kompliziert. Und dann gehen wir einfach im Alphabet weiter. Oder wir hatten jetzt die 3 A, B wie Belgien, Drupal, B wie Bangladesch. Gut, über das Design können wir streiten. B wie Bangladesch, Drupal, C wie Kolumbien, Drupal. Und dann könnte man jetzt weitermachen, oder? Aber die Quintessenz so oder so wird sein, dass wenn wir das Paradigma wechseln, wenn wir sagen offen statt geschlossen, wenn wir sagen können, Moment, 167 Millionen, wie viel? Wenn wir eine Situation hinkriegen, wo wir all die Aktivität, die es gibt im Open Source Web Development, und das ist viel, wenn wir all diese Dynamik nutzen können für neue Dinge zu bauen, für Dinge auszuprobieren, um mal ein Experiment zu wagen, um vielleicht auch mal etwas nicht zu programmieren, sondern sich die Gedanken zu machen auf Niveau Service Design, was braucht es eigentlich? Und nicht zu sagen, wir machen jetzt eine Studie und wir denken, in der Theorie vielleicht braucht es das, sondern wir probieren es einfach mal aus, wie in einem Startup. Ich weiß, die Schweiz ist kein Startup, aber im Startup sagen wir Build, Measure, Learn im Kreis und zwar so schnell wie es geht. Bauen, rausgehen, damit messen, was die Leute tatsächlich machen. Gibt es überhaupt einen Bedarf für das, was wir da denken, dass wir bauen müssen? Und es wirklich einfach mal viel schneller, viel einfacher mal zu machen. Viel mehr zusammenzuarbeiten, statt zu sagen, wir denken, es braucht das und wir kaufen es jetzt mal ein. Zusammenarbeiten, community-mäßig an die Dinge ranzugehen und entsprechend durch all das wirklich einen Innovationspush zu machen. Die Schweiz in den Rankings, wenn es um die digitale Präsenz der Verwaltung geht, ist in jedem Ranking ein bisschen anders. Weit vorne ist sie selten. Man könnte darüber diskutieren, wieso das so ist. Interessiert mich nicht. Ich möchte einfach, dass es passiert. Und ich glaube, wenn wir kleine Bausteine zur Verfügung stellen können, die nicht als große Monolithen die definitive Lösung sind für alles, sondern hier ein Baustein und die mit offenen Standards, mit offenen Schnittstellen miteinander verknüpfen können, dann sind wir einen Schritt weiter und dann können wir echt von Innovation anfangen zu sprechen. Wir könnten bei den Amerikanern gucken, wie die das machen. Die haben sogar ein Playbook, also so wie im, das kennt ihr, oder im American Football und im Basketball sind alle Spielzüge vorgeplant, nicht so chaotisch wie Fußball. Und die haben die US Digital Service, die haben ein Digital Services Playbook herausgegeben. Sagen wir, das sind die Spielzüge, wo wir gesehen haben, das funktioniert. Und die Spielzüge sind so sind 13 Stück, die dann wirklich im Detail beschrieben werden, wie man das macht. Zuhinterst, Default to Open. Yep. Nehmt, arbeitet agil und iterativ.
Mach die Sachen einfach. Und zu alleroberst, kümmert darum euch um das, was die Leute wirklich erwiesenermaßen brauchen und den Menschen hilft. Jetzt, diese Prinzipien sind schön und gut und wir versuchen die natürlich bei Lieb, wenn wir für den öffentlichen Sektor arbeiten, tatsächlich auch so anzuwenden. Das heißt wirklich, diese ganze Geschichte von offen und agil, von auch international ausgerichtet, oder? Wir holen uns die Spielzüge von den Besten, wir holen uns Open Source Software von dort, wo es funktioniert. Wir arbeiten sehr eng mit auch entsprechenden Unternehmen im Silicon Valley zusammen, in Washington und in New York und versuchen die wirklich diese besten Ideen hier heranzuziehen, weil es wäre schade sonst um die Schweiz. Und klar muss das immer passieren mit dem Menschen im Fokus, all das auch hier in Bern. Jetzt habe ich angefangen mit einem Bild, das niemand sehen will, oder? Und viele von euch wissen es schon ein bisschen, wir mit der Lieb, wir sind ja in Zürich, St. Gallen, Fribourg und Lausanne und jetzt seit Sommer auch in Bern. Und viele Leute wollten schon unser Büro sehen und unsere Kaffeemaschine ausprobieren. So super Kaffee. Ja, so. Und weil alle Leute das sehen wollten, zeige ich es euch natürlich. Das war das Launch-Team, unterdessen sind es ein paar mehr. Sieht ein bisschen so aus, wir sind am Schmiedenplatz. Und da müssten wir jetzt noch weitermachen oder im Alphabet. Ich war jetzt von Amerika bis Kolumbien bin ich jetzt gekommen. Bis wir bei S wie Schweiz sind, hätte ich jetzt lange Beispiele zeigen können. Ich würde eigentlich lieber ganz kleine Schritte machen und einfach mal ein paar Dinge ausprobieren mit dieser Sache hier in der Schweiz, damit wir dann auch in diesem Alphabet drin sind. Das wäre doch noch schön. Entsprechend kann ich sagen, ja, wir machen es einfach und ich hoffe, wir machen es auch einfach. Und das wäre ein großes Ziel. Ganz herzlichen Dank, wir haben 2 Minuten für Fragen. Da seht ihr übrigens die URLs, oder? Also da ist das Starter Kit, Open Source. Hier die Demo-Seite dazu und hier dann der Style Guide, alles schön auf GitHub. Wenn ihr mir schreiben wollt, schreibt ihr mir so. Oder dann sagen wir Hallo, weil ich bin ja da. Fragen? Wie ist der Status quo? Also man hat jetzt diese 167 Millionen Lösung und nebenbei habt ihr da einfach noch etwas mal hingestellt. was man dann brauchen will. Ja, nein, man braucht natürlich nicht, was man brauchen will. Also es gibt ja Regeln. Und die Regeln, die man kann ja nicht einfach nutzen, was man will, sondern es gibt da Vorschriften. Die Vorschriften, das sehen wir jeden Tag, die Vorschriften, die verursachen Schmerzen. Und viele Leute versuchen, Möglichkeiten zu finden, sich nicht nur indirekt an die Vorschriften halten zu müssen oder zu sagen, die Vorschriften gelten gar nicht für mich. Und weil der Druck, etwas zu machen, hoch ist und der Kostendruck ebenfalls, gibt es da schon ein paar Möglichkeiten, nicht zu sagen, ja, wir machen jetzt da noch aus 167, 168 und gehen da weiter. Also es gibt ganz kleine Nischen und man muss halt in den kleinen Nischen mal anfangen. Aber wie gesagt, oder wenn Open Source im Web Content Management hier nicht, in dem Kontext nicht funktioniert, wo soll es dann funktionieren? Auf dem Desktop? Ja, wahrscheinlich. Oder? Und entsprechend müssen wir wirklich jede kleinste Nische nehmen, ganz kleine Projekte auch mal machen, auch wenn wir für das mit den 160 Leuten manchmal nicht mehr ideal aufgestellt sind. Aber wenn wir sagen, wir machen es einfach, dann müssten wir es dann halt auch machen. Monsieur. Finde ich super. Super. Was macht ihr als nächstes? Könnte ich mal das Insieme vornehmen? das ist kompliziert.
Das nächste große Thema, das wir vorbereitet haben, ist im Bereich der Partizipation. Weil es ist ganz klar, oder, wenn wir den Staat digitalisieren wollen, und das müssen wir, dann sind die politischen Rechte und das Mitarbeiten an diesem gemeinsamen Projekt Staat, dafür sind die digitalen Mittel wirklich hervorragend geeignet. Wir haben ein Projekt wecollect.ch, das digitale Unterschriften sammeln, rechtsgültig, halb digital, man muss es dann immer noch ausdrucken. Aber dort sehen wir, oder? Bei wecollect haben wir gesehen, Unterschriften sammeln, oder? Das ist ja normalerweise etwas wirklich Teures, oder? Und das muss man sich auch erstmal leisten können, und deswegen kommen halt Initiativen von aus sehr spezifischen Ecken, oder? Wo man halt Unterschriften dafür sammeln kann. Bei wecollect haben wir nach dem Schritt unterschreiben jetzt bei einem Fall mal einen nächsten Schritt spenden noch angehängt. Ja, ganz einfach, oder? SMS, zack, zack. Es geht in die Richtung, dass Unterschriften sammeln nicht ein Kostenfaktor, sondern profitabel sein könnte. Und stellt euch vor, was dann passiert, oder? Wenn es so viel einfacher wird, durch das Digitale seine politischen Rechte zu nutzen, dann sind wir in einer neuen Schweiz, und ich bin gespannt zu sehen, wie die aussieht. Gut, ich will euch nicht weiter die Zeit stehlen. Ich bin noch ein bisschen da. Sonst ganz in der hintersten Reihe haben wir einen Vertreter, der das im Detail kennt. Vielleicht stellst du dich kurz vor. Das ist Benoit. Benoit, wenn man mit dir sprechen will, wo bist du? Ecke da im Lunchraum. Okay, sehr gut. Also in der Ecke im Lunchraum ist Benoit. Benoit kommt da besser draus, macht sogar noch die besseren Witze, besucht Benoit. Gut, ganz herzlichen Dank. Merci vielmals. Und bis bald. Tschüss.